Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay of the Week von der Wise Community und diese Woche mit unserem Mitglied, der Brummi. Als würde nur noch Brummi einschicken, so kommt es auf jeden Fall vor. Es sind natürlich andere Replays auch noch hochgeladen worden, aber die kommen an diese Runde nicht ran. Und das Ganze im Manticore auf der guten alten Map Westfield. Ja, und wir gehen mal rein. Hallo und herzlich willkommen. Starten mal das Game. Platoon, Goldmarie, Trixit und der Brummi, alle von Rise. Eine Arti, ein Med, ein Light. Eigentlich eine ganz gute Zusammenstellung. Map auch gut. Sind ein paar Neuner auch drin. Manticore. So, gucken wir uns mal an. Manticore auf der AP 248 Pen und auf der APCR 268 Pen. 390 Schaden. Gerade der Manticore wird ja nicht so oft gespielt. Von daher bin ich mal gespannt, was er hier für eine Leistung anbringen konnte. Fährt hier auf jeden Fall erstmal eine Spot-Position an, eine passive. Will so ein bisschen die Querfahrt spotten, wenn da wer rüberfährt. Da geht auch schon mal eine scharfe Tour auf. Light konnte er leider nicht aufmachen, war aber auch ein EBR. Dementsprechend schnell war der da lang geflitzt. Oben die Heavy-Linie sieht eigentlich soweit erstmal ganz gut aus. Fährt jetzt hier sehr aggressiv runter. Okay, oh, da muss man vorsichtig sein. X1390 oben. Damit sind die beiden Lights dann auch schon mal raus. Aber T100 Light ist auch noch irgendwo. Könnte hier irgendwo vor ihm stehen. 1390 sehr aggressiv da oben. Hoffentlich von dem Conway dann auch. Dass er von dem Pop bekommt. Er spottet hier jetzt den Patton auch noch zusätzlich. Leider noch keine Schüsse auf den Gegner. AMX-30 hinten raus. Das ist ein bisschen schade. Hier ist der T100 Light. Das habe ich mir schon gedacht. Schuss geht daneben. Da war der Imkreis noch nicht so ganz rum. Aber T100 Light gespottet. Das war schon mal wichtig. Und der jagt jetzt hier hinter ihm hinterher. Wird hier nochmal getrackt. Leider kein Schaden dabei. Das ist auch schon wieder hier reingejolot wird hier. Sehr viel Schaden bekommen leider. Dadurch, dass der T100 Light hier so aggressiv auf ihn draufgefahren ist. Unverständlich auch diese Heldenaktion mal wieder. Boah, die rechte Seite wird jetzt hier genommen. Um 1390 kämpft gegen Objekt 263. Genug Mediums sind hier. Die Heavys scheinen auch oben in Bedrängnis zu sein. So, wenn ich mir die Map mal so ein bisschen angucke, wo sie schon stehen, die gegnerischen Panzer. Dann fährt die nächste Spot-Position an. Scharfe Tour, den er hier beschießen konnte, aber nicht gehittet hat. Ist immer super ärgerlich. PR in der Mitte. Zwei Lights vom Gegner schon raus. Aber da ist noch der letzte. Der, wenn der noch rausgeht, das wäre natürlich wichtig hier. Ah, die Spot-Position hier ist natürlich super tief. Kampfpanzer 50T heißt auch, da sind immer gute Spieler eigentlich meistens drinne. Ne, im Ranked halt bekommen für eine gewisse Leistung, die man erbracht hat. Das Wichtige ist jetzt eigentlich hier, den EBR daraus zu bekommen. Das wäre schon wichtig. Ne, EBR, aber nochmal eindreht. Ja, das macht er. Kommt jetzt hier hinterher, aber... Jetzt bleibt er stehen und das ist sein Todesurteil. Er steht ja eigentlich zu tief, um den Gegner zu spotten. Die Position ist gar nicht so gut. Im oberen Bereich, wie gesagt, macht der Gegner immer mehr Druck. Er hat eigentlich auch so eine gute Sichtweite. Kann man hier aus der Mitte spielen. Stritzwagen hinten rumgezogen schon. Wenn er natürlich hier auf der Seite aufgeht, das wäre übel. Kampf
verfahren. Und zwar, der 50T konnte er glücklicherweise töten, kriegt jetzt hier auch ein Trackshot, ohne getrackt zu werden. Das war wichtig. Das entwickelt sich gar nicht gut oben. Die Heavys haben auch soweit verloren. 5-11, ich weiß nicht, wie sie das gewinnen wollen. Also der T-55A muss natürlich erstmal raus. Das war gut. Goldmarie holt oben den WZ-5A raus. Jetzt muss der T-55A, wie gesagt, erstmal weg. Er kriegt keinen Schusskanal auf ihn. Und das Problem ist immer noch, der Gegner hat natürlich auch zwei Artis. Das heißt, Goldmarie ist da oben auch nicht super safe. Scharf Rotor kommt jetzt hier gefahren auf jeden Fall. Ah, ein ganz kleines Stückchen dahinter geflogen. Jawohl. Das wäre wichtig, wenn er da oben vielleicht noch einen Schuss drauf bekommt. Jawohl, kriegt er. Dadurch können Goldmarie ihn wahrscheinlich gleich rausnehmen. Jawohl. 8-11. Hat ja so ein bisschen das Problem, dass er natürlich die Kanone nicht so einfach hochbekommt. Aber Jagdtiger kriegt da auf jeden Fall mal eine gute Kelle. Goldmarie muss sich da eher ein bisschen safe stellen. Ah, das war von Trixit leider nicht so der beste Hit. Wahrscheinlich jetzt eher die obere. Ja, den Petten sollte man, glaube ich, links liegen lassen. Das ist ärgerlich, dass da Goldmarie rausgegangen ist. Jawohl, sauber. Sauber und auch wichtig. Hier wird mal kurz gekuschelt. Petten haben wir gesehen gehabt, war auch One-Shot. Ich hatte gedacht gehabt, der sah so nach One-Shot aus, war aber gar nicht. Schöner Hit hier seitlich. Hoffen wir, dass die Artis nicht so schnell aufgehen. Die Frage ist auch so ein bisschen, wo ist der Emil, wo ist der Stritzwagen? Stritzwagen wird sich wahrscheinlich da hinterhergezogen haben. Also der wird irgendwo bei K7, denke ich mal, angekommen sein. Und da auch stehen bleiben. Das ist gut, dass der Petten da aufgeht. Da kann man eigentlich jetzt ihn easy splashen. Rausgenommen. Jetzt würde man wahrscheinlich über die obere Seite klären. Oh, da geht der Stritzwagen auf. Wichtige Information für ihn. Stritzwagen auch noch full life, war die ganze Zeit zu. Eine AD hat geschossen. Sein Problem ist tatsächlich so ein bisschen, wo ist der Emil? Fährt jetzt hier aggressiv auf den Stritzwagen drauf. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt. Emi ist hinter ihm und jetzt wird es richtig problematisch. Aber Emi hat einmal vorbeigeschossen. Zweimal vorbeigeschossen. Einen hat er noch. Und der Emi wird rausgenommen von der Arti. Sehr geiler Schuss von Trixit. Super wichtig. Und beide Artis haben geschossen. Das heißt, er hat jetzt hier auf jeden Fall Zeit, den Stritzwagen zu bearbeiten. Und Trixit lebt sogar noch. Hoffen wir einfach mal, dass jetzt das Objekt nicht direkt... Genau, da kam der Schuss. Trixit lebt aber noch. Wichtig. Und jetzt liegt es in seiner Hand, ne? Super gemacht hier an der Stelle. Zusammen haben sie jetzt schon die 12 Kills erreicht. Ja, auch Goldmarie hat da super gespielt. Und da hat einfach ein Platoon auch das ganze Spiel gedreht. Das sah zwischenzeitlich ziemlich bad aus. Gerade zum Anfang
wo der T100 Light hier ihn auch so ein bisschen gejolot hat. Unangenehm. Das ist immer spannend hier mit der Kanone. Schöner Hit. Er hat auch gar nicht mehr so viele Schüsse, ne? 4 Stück hat er bloß noch. Na, Trixit hat vorbeigeschossen. Er nimmt ihn hier raus. 7. Kill. Da riecht's auch so ein bisschen nach Radley Waters. Ah, sehr gut. Dass er ihn jetzt schon so früh gespottet hat, ist sehr, sehr gut. Na, macht die Arti noch was? Ich glaube, die macht gar nichts, ne? Ich glaube, die Arti hat überhaupt gar nichts gemacht. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was er vorhat. Genau, den letzten Schuss noch rausgedroppt. Oder der vorletzte, besser gesagt. Da will man sich noch die Fette ins Metal. Aber, muss man schlussendlich sagen, auch verdient. War jetzt zum Ende ja, wie gesagt, muss noch 2 Schüsse drinne. Und so kann er sich den letzten Kill hier noch mit dem letzten Schuss, den er hat, holen. 8 Kills auf der Uhr und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Dann gucken wir uns mal an, was sie alles geleistet haben. Ja, gemeistert, logischerweise. Fedens Medal, ne, hast du den letzten Schuss noch gedroppt, aber die Arti war gar nicht AFK. Sie hat sich ja dann zum Schluss auch noch gedreht. Jetzt ganz zum Schluss dann nicht mehr, aber sie hatte sich ja jetzt quer zu dir gedreht, wo sie aufgegangen ist. Ja, Pascucci Medal, Radley Waters, dann, entscheidender Beitrag. Und die Top Gun, und das sehen wir gleich, wenn wir mal in die Teamauswertung rüber wechseln. Sehen wir, ja, der gute Brummi, 3973 Schaden, 8 Kills, 1232 Base XP. Und Goldmarie gleich direkt dahinter mit 3902 Schaden, 5 Kills, 1039 Base XP. Und das zusammen sind schon 13 Kills. Aber auch der Trixit hat in der Arti einen Kill gemacht. Das heißt, sie haben zu dritt im Platoon einfach mal 14 Panzer rausgenommen. Ne? Hätte das Objekt nicht noch einen Kill gehabt, dann hätten sie hier einfach das komplette gegnerische Team mit einem Platoon aufgelöst. Ne? Also die Killshots auf jeden Fall. Ja, und wir gehen mal noch in die detaillierten Infos. Und ja, 20 Mal geschossen, 16 Mal getroffen, 15 Mal davon penetriert. Das ist ein gutes Ergebnis. Wir haben ja auch gesehen gehabt, der Aim-Kreis war teilweise schon relativ groß. Von daher, ja, einfach ein sauberes Ergebnis. 1686 Unterstützungsschaden noch als Spotter, ja noch nicht mal so unwahrscheinlich, dass er da ganz gute Spots bekommt. Man muss natürlich sagen, der Gegner hat es ihm gar nicht mal so einfach gemacht, ne? Die haben oben gut Druck gemacht auf der rechten Seite und gerade der T100 Light hat ihn da sehr aggressiv angegangen. Damit muss man dann klarkommen. Er ist da auch vom HP dann ziemlich runtergedroppt. Mit einem deutlichen Minus hier rausgegangen. Ja, das ist schon alleine die Consumables, die fressen einen wirklich im 10er Bereich sehr stark auf. Das kann man hier an der Stelle unterschreiben. Ja, Promi, danke wieder für das wirklich gute Replay. Danke hier an die 8 Opfer, Musik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute viel mehr Replays einschicken. Aber wir haben auf jeden Fall, und das kann man unterschreiben, mit Promi über die letzte Zeit einen sehr, sehr aktiven Spieler bekommen, der die Replays dann auch regelmäßig hochlädt und da auch sehr gute Gefechte gefahren hat. Von daher verdient gewonnen. Und euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüssi.